Nordkoreanische Arbeiter spielen Volleyball hinter hohen Eisengittern, schlafen in Massenunterkünften unter den Bildern ihrer angeblich geliebten Führer, allerdings in China. Streng abgeschirmt arbeiten sie in einer chinesischen Fischereifabrik. Ihren Arbeitsplatz verlassen oder wechseln dürfen sie nicht. Eine Art moderner Menschenhandel, gefördert durch das Regime Kim Jong-uns. Anstatt Waren in Nordkorea zu produzieren und zu exportieren, was wegen der Sanktionen nicht funktionieren würde, exportierst du die Arbeiter, produzierst woanders und bekommst das Geld zurück nach Nordkorea. Eigentlich haben die USA und Europa ihre Sanktionen verschärft, damit Nordkorea nicht über Umwege sein Atomprogramm finanziert. Doch die von Nordkoreanern in China aufbereiteten und verpackten Fische landen, wie AP-Reporter herausfanden, auch bei Aldi oder Walmart und damit in Deutschland und den USA. Insgesamt sind über ein Dutzend Firmen betroffen. Unsere Mitglieder sollen jetzt ihre Versorgungskette überprüfen. Sie zahlen, damit die Arbeiter richtige Löhne und Bewegungsfreiheit bekommen und nicht, um das Regime in Nordkorea zu unterstützen. Allein von den Löhnen der 60.000 Leiharbeiter in China sollen rund 500 Millionen Dollar pro Jahr nach Nordkorea fließen, meinen Experten. Offiziell redet man dabei jetzt international über Menschenhandel, aber in Wahrheit ist das nichts anderes als eine moderne Form der Sklaverei. Diesmal dürfte die Überprüfung der Arbeitsverhältnisse für Nordkoreaner nicht nur in China besonders energisch ausfallen. Zu groß ist die Angst, dass der Diktator weiterhin Millionen für sein Atomprogramm abzweigen könnte.